Ja. Feuer und Eis, Sub-Zero und Scorpion. Ja, Zero, Sub-Zero und Scorpion anscheinend zusammen. Welch komisches Bild. Dein Gehör lässt dich im Stich, Sub-Zero. Ich habe dich an deinen Schritten erkannt, Hanzo. Wo ist Sektor? Ich lasse nicht zu, dass er nochmal meinen Clan bedroht. Die alte Fabrik für Cyberlin Cry war stillgelegt, vergraben unter diesem Steinbruch. Bis zur Unterbrechung der Zeit. Nun ist Sektor zurückgekehrt und hat sie reaktiviert. Er stellt eine Armee auf, indem er Lin Kuei-Krieger aus meinem Tempel verschleppt und bearbeitet. Verstehe, warum du mich brauchst. Wir könnten durch den Tunnel hineingelangen. Ein Frontalangriff wäre jedoch blutig. Unnötig gefährlich. Es gibt noch einen Eingang, weniger bewacht. Und der Rest deines Plans? Drinnen werden wir Hilfe holen. Erst reingehen, dann Hilfe holen? Tschüss. Gute Nacht. Geschlafen. Mensch, dass der Ausschalter aber auch immer noch so kompliziert sein muss. Hier hat aber jemand eine Sauerei gemacht. Und nicht aufgeräumt. Hallo. Oh nein. Sie haben Eishockey mit einem blauen Puck gespielt. Aktivieren wir die Verhaltenshemmer, unter deren Kontrolle er steht. Wendet er sich gegen Sektor? Alle Cyberlinquais sind mit einem Netzwerk verbunden. Cyrex kann sie von innen ausschalten. Wer ist die Frau? Das weiß ich nicht. Versuch, Cyrex auszuschalten. Er ist der Schlüssel. Wir brauchen weitere Kandidaten für die Cyberisierung. Wie lange dauert es nach Lieferung bis zur nächsten Generation? Ups. Erstmal auf Eis legen. Frost. Ich gab dir ein Zuhause. Ich war dein Mentor. Nach all dem hast du dich mit Sektor verbündet? Er hat die Lin Kuei korrumpiert. Du hast unseren Clan korrumpiert, als du Frieden mit den Shirai Ryu geschlossen hast. Mit Kronikas Hilfe werde ich die Ehre der Lin Kuei wiederherstellen. Hilf Cyrex. Ich bestrafe deine Schülerin. Ich hätte dich töten sollen, als Sub-Zero dich in unseren Tempel einlud. Dabei bist du gescheitert. Diesmal nicht. Jetzt. Fight. Ha! Aber gestorben wird an dieser Stelle später, weil es ist jetzt definitiv kurz nach 12. Um genau zu sein, ist es 12:30. Oh, scheiße. Und ich muss um 5 Uhr wieder aufstehen. Das heißt für mich an dieser Stelle, ich muss zwangsweise leider einen Break einrichten.
weil ansonsten funktioniert das Ganze morgen mit dem Aufstehen nicht. Das wird sowieso schon ziemlich holprig. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag und wir sehen uns dann, ja, beim nächsten Schlachtfest wieder. In diesem Sinne, bis dahin und tschüss. Werte Damen und Herren der gepflegten Unterhaltung, es ist Zeit, mal wieder sich so ordentlich auf die Fresse zu hauen. Genau. Und deswegen herzlich willkommen zurück zu Mortal Kombat 11. Jawohl, bevor ich aber jetzt hier gleich die Story weitermache, die mich unwahrscheinlich reizt, zwei Sachen. Erstens, ich brauche dringend ein Bier. So, in diesem Sinne, Prost. Das Gute ist nämlich, heute ist mal einer dieser Tage, wo... Sekunde. Abgestandenes Bier auf Zimmertemperatur. Ist das Geilste, was es gibt. Oh, geil. Mindesthaltbar bis 23.01.19. Okay. Ich würde sagen... Ökotest sehr gut. Es schmeckt zwar ein bisschen bitter und ein bisschen fad, aber man kann es immer noch trinken. Also es ist flüssig und es ist noch nicht im Brocken oder so. Also von hier noch mal kurz ein. Ja, das geht wohl noch. Oh ja. So, bevor ich jetzt anfange, wieder in den Story-Modus einzutauchen, möchte ich erst noch einmal kurz in die Krypta gehen. Und ja, ich trinke jetzt beim Let's Play ein Bier. Einfach aus dem Grund, weil ich es kann und weil morgen Abend ist nur Party und ich muss nicht anderweitig nochmal irgendwo hin oder arbeiten oder sonstiges. Und das ist sehr selten mittlerweile geworden. Und von dem her bin ich doch echt froh. Nein, nicht lernen, erobern, dann Krypta machen. Entschuldigung, tun. So. Oh, Shang Tsung. Ich bin Shang Tsung. Und dies ist meine Insel. Ich lade dich ein, alles zu erkunden. In den Inselruinen verstecken sich Schätze, Magie und besondere Artefakte. Nimm dir, was du brauchst, aber in Maßen. Deine Zeit hier wird sich für dich lohnen. Das ist cool. Weil, wer den Film Mortal Kombat kennt, ja, es gibt von Mortal Kombat mehrere Teile. Der erste Teil, wer ist das eigentlich? Keine Ahnung. Der erste Teil ist sogar mit, ach scheiße, wer hat Highlander gespielt? Der Hoshi. Christopher Lambert, genau. Und ist gar nicht mal so schlecht geworden. Und den haben sie ja vom Computerspiel her nachgezogen. Und generell ist es ja eher so, dass Computerspiele, die nachträglich verfilmt werden, eigentlich eher scheiße sind. Aber nein, Mortal Kombat, muss ich echt sagen, ist zwar ein bisschen trashig B-Movie, aber ich finde ihn cool. Allerdings sind die weiteren Teile danach echt schrecklich. Ja, im Übrigen, wer Mortal Kombat 10 bei mir gesehen hat auf dem Kanal, 100 Herzen. Oh, nett. Der sollte sich auch den Krypta Run einfach mal angucken, den ich mal gemacht habe. Es war sehr interessant. Ja, es war wirklich sehr interessant. Und ich hoffe, die haben nicht wieder so einen Scheiß hier eingebaut wie da. Weil ich habe mich teilweise so dermaßen oft erschrocken.
das war echt nicht mehr feierlich. So, jetzt kann man nämlich hier mal so ein bisschen Kohle ausgeben, die ich während dem ganzen Turnieren oder eher gesagt von den ganzen Kram, die ich gemacht habe. Bisher waren nur ein paar Türme oder so. Was anderes habe ich ja nicht gemacht. Der geht nicht, okay. Kann ich jetzt mal so ein bisschen was ausgeben? Bin mal gespannt. Okay, das sind einfach nur Klamotten zum Freischalten. Das ist jetzt bisher noch nichts so dermaßen Gravierendes und Wildes. Wie war das in Maßen? Nicht in Massen, ne? Im Übrigen, die Items, die man hier kriegt, die sind für die Turmherausforderung. Da kann man sich dann kleine Power-Ups dazu kaufen. Oder eher gesagt, benutzen. Zum Beispiel kriegt man ja, also Unterstützung im Kampf, da kommt wer vorbei und hilft einem. Man kann Items aktivieren und sich teilweise wieder heilen, ein bisschen oder auch ein bisschen mehr. Und solche Geschichten. Und Kanos geheime Waffe. Okay. Ja, und man findet hier auch teilweise Waffen und Ausrüstungsklamotten und allen möglichen anderen Scheiß. Ist ganz nice. Und vor allen Dingen kann man hier auch Brutalities finden, Skins und Fatalities, die natürlich auch, die muss man sich sogar hierüber freischalten. Das ist das Fiese. Ne? Also, es gibt zwei Varianten in diesem Spiel. 30 von 30? Skelettschlüssel? Okay. Es gibt mehrere Varianten halt, die man hier... Boah, wollte ich hinaus? Keine Ahnung! Habe ich vergessen. Wollte gerade sagen. Ah! Kistenfreistellung, was haben wir hier? Sammlung, Charakterzeichnung, Charakterzeichnung, Charakterzeichnung. Okay, gut, ja, die sind für mich an sich eher Latte. Sind Hupe, die interessieren mich nicht. Viel Fatalities haben und so ein Spaß alles. Ich will einmal hier die komplette Kohle erstmal auf den Kopf hauen. Knusprig, Scorpion Brutality. Oh, schön. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Die kann man sich einmal hier freischalten. Oh. Du hast den Kriegshammer von Shao Kahn, dem Eroberer der Außenwelt, für dich beansprucht. Nutze ihn, um Wände und Gegenstände in der Krypta zu zerstören, indem du Viereck drückst. Okay. Haha! Vier Coins. Ja, ich bin scheiße reich. 3 Coins, 10 Coins. 25.000 Coins. Ich mach alles kaputt. Ich muss alles wegfarmen und Skelette zerstören und... Gibt's dafür auch Geld? Tatsache. Ja. Ja, also Variante 1, um sich alles freizuschalten, ist natürlich, indem man halt hier... alles frei spielt, was ein Teil des Games natürlich ist. Und ehrlich gesagt finde ich sogar richtig cool. Also mir macht Spaß mit den Klamotten, mit denen ich halt oder mit den Sachen, die ich hier mir erarbeitet habe in-game, mir die Sachen freizuschalten. Man kann das jetzt natürlich auch andersrum sehen. Ja, aber man hat das Game doch schon komplett bezahlt. Warum ist dann da nicht alles sofort auf einen Schlag da? Ganz ehrlich... Es gibt auch eine Variante dafür, da muss man, ich glaube, das ist auch gar nicht mal so teuer, bezahlt man ein bisschen Kohle für und man schaltet sich automatisch komplett alles frei. Also alle Skins und also Alternativskins, die man so halt kriegen kann, man kann sich auch nochmal separat Skins kaufen, glaube ich, soweit ich nochmal weiß, ich bin mir da nicht ganz sicher. Und den ganzen anderen Spaß, also Brutalities, Fatalities, es kann alles darüber komplett freigekauft werden für halt einen kleinen Obolus. Diejenigen, die sagen, nee, komm, ich will das nicht und ich möchte lieber anstatt einzeln freischalten, habe ich nicht die Zeit für oder ich habe keinen Bock, ich kaufe mir das so. Die können dann halt auch das machen. Ist natürlich jetzt so eine gespaltene Sache. Weil einerseits kann man sagen,
Okay, gut. Ich habe das Game jetzt schon gekauft, dann möchte ich das jetzt auch komplett spielen können. Das ist halt wirklich eine reine Geschmackssache. Also persönlich, aus meiner Sicht her, finde ich es weder schlimm. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil so bleibt der Spielreiz auch erhalten. Und mir macht es auch Spaß. Und so haben sie noch mal ein paar kleine Zusatzelemente mit eingebaut. Und das ist für mich eigentlich auch eher wichtig. Ne? Nicht nur, dass ich das Game einfach so zocke wie ein Berserker, sondern ich möchte es... Oh, okay, das geht doch. Ich möchte es natürlich auch ein Stück weit genießen, sagen wir es mal so. Und deswegen, das geht nicht, okay. Deswegen gehört das Ganze hier für mich auch mit dazu. So. Schade. Ich dachte, das geht auch kaputt. Aber nö. Aber ich will jetzt hier nicht rumrennen und auch wenn es Spaß macht und man kriegt auch Coins dafür und Kohle und alle sowas, aber ich möchte jetzt hier nicht rumrennen und alles einzeln zerlegen, nur weil ich gerade so zerstörungswütig bin. Das kann ich auch noch später irgendwann machen. Mir geht es jetzt erstmal ums Suchen und Freischalten. Okay, da komme ich nicht her. Abgesehen davon gibt es hier natürlich auch noch eine zusätzliche Story, die hinter dem Ganzen hängt. Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Genauso war das nämlich auch in Teil 10. Dort hatte man mehrere Ebenen, wo man hingehen konnte. Ist das widerlich. Und da gab es dann zum Beispiel auch ein Friedhof, wo man von Wölfen angegriffen wurde. Brutality. Vom Baraka. Getrennt. Okay. Brutalities funktionieren hier auch. Liu Kang Brutality. Auspowern. Okay. Also man merkt, es macht schon Sinn. Tod durch Whiteout. Sub-Zero's Kriegs-Axt, wie auch immer, Kriegs-Axt. Cordit, das sagt mir gar nichts. Mit manchen Klamotten kann man sich auch etwas herstellen. Also ein kleines Crafting-System gibt es hier auch. Aber ich glaube, das bezieht sich auch nur auf den Turm. Geplante Verbesserung. Hintergrund auch gekriegt. Okay. Eine Wand, die ich wahrscheinlich einreißen kann. Rot steigt auf. Ältester. Tete. So. Machen wir das Ding hier auch noch auf. Was haben wir denn da drüben? Gucken wir auch mal gleich rein. Möchte aber erstmal hier die Halbmondwächter. Was haben wir hier? Chronikas Zeitverlies. Fülle die Reichtümer der Krypta wieder auf. Dreht die Zeit zurück und füllt vorher geöffnete Kryptenkisten mit neuen Schätzen. Okay. Auch nicht schlecht. Okay. Nett, nett, nett. Ob das jetzt aber Sinn macht, die ganzen Kisten wieder zu füllen und nachher nochmal zu öffnen, ich weiß nicht, ob es dann andere Klamotten für gibt. Das wäre natürlich dann, falls man sich dann was Falsches geholt hat und denkt sich, nee, möchte ich doch nicht haben. Ich möchte trotzdem, ich möchte hier alles einsacken hier. Also einmal, wenn dann schon die Krypta erstmal komplett leeren. So weit wie möglich. Symbol, mythisch, okay, gut, ja, Symbole sind jetzt auch nicht so der Burner. Gucken. Gehäutet, mythisch, noch ein Brutality.
Darum geht's mir. Ich will Brutalities und Fatalities. Die möchte ich alle haben. Und? Okay. Im Übrigen. Es ist fies, aber unten steht Kryptazeit. Das Gemeine ist, es gab in Teil 10 teilweise... Oh! Jax Briggs einmal zerstoßen und Fatality. Ich hab den ersten Fatality. La la la. Und da fällt mir gerade auf, dass da hinten zwei Leute oder einer ist da noch am Baumeln. Der verreckt da so leicht. Kann ich da mal hingehen? Vielleicht kann ich den hier umbringen. Und ich habe nicht mehr viel Kohle. Boah, geht das schnell hier. Schwarzmarktkasse, Konzeptzeichnung, auch gut. Lalalala. Hier haben wir noch was. Und... Naja. Du bist schuld! Ich hoffe, man findet keine Fatalities oder so durch Zerstören von Klamotten, weil das wäre nämlich extrem scheiße. Kurtelkan-Zeichnung, auch gut, noch 36.000. Okay, so weit, so unspektakulär. Also, ich sag's mal so. Sieht zwar alles ganz nett aus. Oh, Jadeskin. Schön. Bisher verhält sich das alles aber noch recht ruhig. Und ich bin auch gleich pleite. Scorpion Fatality. Yes. Nett, nett. Mann der Tat. Sehr schön. Ja, noch einen neuen Skin. Und ich glaube... Ach, den kann ich noch mitnehmen. Und dann bin ich pleite. Toll. Kampfgewürze. Eine Sonnenbrille. Schmeckt bestimmt lecker. Okay, gut, ja. Jetzt bin ich pleite. Jetzt komme ich da nicht mehr weiter. Was ist hier? Da komme ich auch nicht durch. Was ist damit? Da komme ich auch nicht durch. Mit dem Baum kann ich, glaube ich, hier auch nichts machen. Nein! Ich kann bestimmte Wände und Gegenstände zerstören. Ja, okay, gut, das weiß ich. Ne? Also von dem her ist ja da vorne schon das Loch in der Wand. Es gibt hier noch einiges zum Aufmachen, allerdings funktioniert das jetzt schon mal nicht mehr, weil wegen, ich bin leider pleite. Ja, hallo! Ach, ich dachte, ich kann hier das Ding einreißen. Aber das funktioniert nicht. Ich kann nur... Die hier kann ich kaputt machen. Aber ich kann... Das Ding kann ich nicht einreißen. Nein. Das funktioniert leider nicht. Na gut, dann halt nicht. Ich hoffe, du hast Spaß da oben. Mach's gut. Ich bin mal wieder weg. So, im Übrigen weg. Hauptmenü. Wir können hier nämlich wieder raus. Und dann kann ich nämlich jetzt, wo ich etwas Kohle ausgegeben habe, zurück in die Story hüpfen. Und zwar... Oh! Ich hätte da auch anders... ja, klar, sicher. Ich hatte ja die Wahl, aber dann zeigt auch noch an, was ich genommen habe. Und hier... Oh, weia. Ich hoffe, die Story verändert sich nicht. Je nachdem, was ich für Leute nehme. Was dann bedeutet, es könnten noch mehr
Varianten geben. Obwohl, wäre schon geil, ne? Also mal im Allgemeinen, ob man dann halt gewinnt oder nicht, mit gegen wen man kämpft, ob man jemanden tötet oder nicht. Wäre mal eine coole Sache. Vielleicht für später irgendwann anders.